Hallo und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, wir haben jetzt 2021 und bei mir ist jetzt offiziell die Zeit gekommen, dass meine Tetanusimpfung aufgefrischt werden muss. Und ich dachte mir, ich erzähle euch ein bisschen mal was über mich, etwas, was ich nicht sehr gerne tue, weil ich das echt nicht toll finde. Aber lasst uns mal über eine meiner größten Ängste reden, nämlich ich habe Angst vor Nadeln. Ich habe Angst vor Spritzen. Ich habe schon seit ich denken kann unfassbare Angst vor Spritzen. Es ist wirklich, also ich bin der Typ Mensch, der, wenn er hört, dass ihm Blut abgenommen werden soll, sofort kreidebleich wird. Also die Wand gegen mich ist echt farbig, wenn ihr mich fragt. Es war sogar schon mal so, dass meine Weisheitszähne rausgenommen werden sollten. Hat die Ärztin gesagt, sie brauchen ein Blutbild, damit geprüft wird, ob ich gesund bin und die Vollnarkose vertrage. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich das Wort, wir müssen ihr das Blut abnehmen, gehört habe und ich bin umgekippt. Ich meine, es ist jetzt keine Metapher, ich bin wirklich umgekippt. Ich bin direkt bei der auf den Boden geflogen. Was ich bis heute bereue, weil der war so dreckig. Aber ja. Ich habe furchtbare Angst davor, dass man mir Blut abnimmt. Und als es dann. Aber, das ist jetzt echt auch kein Witz. Vielleicht sieht man es jetzt nicht, aber ich hoffe jetzt, man sieht es. Man sieht es nicht. Ja, ich habe hier eine Ader, in die geht jede Nadel rein wie Butter. Das ist jetzt kein Witz. Also, selbst die Arzthelferin hat gemeint, sie hätte kaum jemanden gehabt, bei dem das so butterleicht gegangen wäre wie bei mir damals. Und dann auch noch ein total lustiger Fakt: Ich habe Blutgruppe 0 positiv. Also eigentlich wäre ich total die Universalspenderin vom Blut her. Und ausgerechnet ich habe eine totale Nadelphobie. Das ist wirklich, es ist ein ganz, ganz schlechter Scherz der Natur. Das muss ich schon sagen. Ja, auf jeden Fall haben wir schon viel probiert. Sogar schon mit Valium, ne? Was habe ich damals? Doch, Valium. Ja, ich habe damals, hat meine Mutter, habe ich eine, hätte ich eine Impfung gekriegt. Da hat meine Mutter mir, hat mein Arzt damals, meine Psychologin mir damals Valium verschrieben, damit ich das überhaupt ertrage. Und ich war auch total weggetreten. Ich bin zum Arzt rein, ich war weggetreten, ich bin so da reingekommen. Die Arzthelferin hat die Spritze aufgezogen, ich war fit, ich war vom Schragen, ich war weg. Also das hat auch nicht funktioniert. Das hat bei mir 0,0 geholfen. Dann gibt es ja diese Betäubungspflaster, ohne die ging gar nichts. Also die helfen echt gut, aber es ist jetzt schon so lange her, ich kann gar nicht mehr sagen, ob mir Spritzen an sich wehtut, fällt mir gerade auf. Schon witzig, ne? Ich habe nicht mal Angst davor, dass die Spritze mir wehtut, sondern ich habe echt Angst vor dieser Nadel. Was wiederum witzig ist, weil wenn ich nähe, habe ich ja auch Nadeln in der Hand. Ey, irgendwie bin ich voll verkorkst. Ja, was denn? Ist doch wahr. Naja, aber das Ding ist, und das ist etwas, was mich schon immer als Kind schon beruhigt hat, ich habe noch eine Tante, die hat auch Angst vor Nadeln und die macht mindestens genauso ein Terz darum. Und die ist ja viel reifer und erwachsener als ich. Und wenn die Angst haben da vor Nadeln, dann darf ich's auch. Das ist echt eine doofe Logik. Naja, ich zieh's durch. Aber auf jeden Fall, um diese Zeit jetzt rum, werde ich mich wahrscheinlich wieder impfen lassen, weil Tetanus muss aufgefrischt werden. Aber, und das hoffe ich unglaublich, ich hoffe, dass es jetzt inzwischen einen Tetanus-Impfstoff gibt, wo noch viel mehr drin ist als dieser Dreifach-Impfstoff. Weil wenn ich die Chance habe, noch irgendwas anderes mitzunehmen, nimm mit, was mitzunehmen ist. Aber lieber lasse ich mich einmal impfen und bin dann gegen ganz viele Sachen geimpft, als fünfmal und so weiter. Ja. Gott, wenn der Arzt zu mir dann noch sagt, es wäre schön, mal wieder einen Blutwert von ihm zu haben. Ey, ich schwöre, wenn er das sagt, renne ich weg.
Dann kann ich mich aus dem Fenster springen sehen. Kein Witz, egal wie hoch die Praxis ist, ich renne weg. Ich erinnere mich daran, dass ich meine Turnschuhe mitnehme an dem Tag. Aber ich weiß, eigentlich ist es voll egal, weil man muss nur 3 Meter weiter warten, weil so schlechte Konditionen wie ich habe, komme ich nur 3 Meter. Naja, egal. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, habt ihr Angst vor Nadeln oder eher nicht? Und wenn ja, dann was macht ihr dagegen? Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Und ich glaube, ich probiere dieses Mal Tavo vorher. Ja, ich glaube, das mache ich tatsächlich, dass ich davor mal die 3 Tage davor Tavor nehme, weil das könnte vielleicht hilfreich sein. Aber davor muss ich den Arzt fragen, ob das irgendwie mit dem Impfstoff reagiert. Kann ja auch sein. Ja, ich kläre das mal ab und schreibe euch dann in die Kommentare. Ach, wisst ihr was, mache ich ja eh nicht. Also warum? Ich erzähle es euch dann irgendwann in meinem Video. Also dann, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.